machen. Grundsätzliche Agenda für heute Abend ist so ein bisschen das, was wir schon hatten. Jetzt working. Ja, ein bisschen trinken, essen, quatschen. Danach werde ich ein bisschen jetzt was vorstellen. Danach werden wir eine Diskussion machen. In einer Fisch, wer auch immer das weiß, was das heißt. Die es nicht wissen, wir werden es gleich mal erklären. Und danach werden wir den Abend einfach ein bisschen ausklingen lassen. Ja. Okay. Wenn ihr Fragen zwischendurch habt, könnt ihr zwischendurch immer wieder fragen. Überhaupt kein Problem. Wenn es aber große Fragen sind und sonst was, dann würde ich sagen, lasst uns das aufheben für die Diskussion nachher. Dann können wir da richtig zur Sache gehen. Gut. Erstmal was zu mir, wenn ihr irgendwas twittern wollt, @SimonKühn. Ich bin im Moment agiler Projektmanager bei Xing. Ich nenne es gerne Agil Stern, also es ist halt Agile Coach, Projektmanager, irgendwas dazwischen. Ich mache es halt für 3 Teams im Moment in einem Cluster und begleite aber auch so ein bisschen konzernweite Projekte oder kleinere Projekte beratungsmäßig. War vorher Freelancer in Köln vor allen Dingen, bei so ein paar größeren Versicherungen und bei kleineren Agenturen zum Spaß nebenher. Das war immer ganz gut, deswegen kriegt ihr heute auch diesen Vortrag. Ich habe meine ersten agilen Schritte, wo ich dann das Wort wusste, so 2008 gemacht. Eigentlich konnte ich nie anders arbeiten und habe neu als Webdeveloper angefangen. Ja, so weit, so gut. Wir werden heute reden über eine kleine Agentur. Guten Abend. Englisch oder Deutsch? Deutsch. Deutsch. Gut, dann machen wir einfach in Deutsch weiter. Wir reden heute über eine kleine Agentur, ungefähr 18 Leute, auf der Schäsig in Köln. Also das ist die rechte Rheinseite für alle, die nichts mit Köln irgendwas zu tun haben. Und die sind sehr technologielastig. Das heißt, sie haben sehr viel Java und irgendwelche CMS-Geschichten gemacht, die sehr speziell waren. Weniger Design, sehr kundenorientiert. Wir werden sehen, was das zu bedeuten hat. Und zwar kam der CEO irgendwann auf mich zu und meinte, ja, wir haben eine Anzahl von Entwicklern, das multipliziert mit deren Tagessatz, ist theoretisch unser Einkommen, aber das war nur die Hälfte von dem, was da eigentlich theoretisch hinterstand. Und das war irgendwie so ein bisschen doof. Deswegen haben sie gedacht, lass uns doch mal bitte Scrum einführen, weil wir haben gehört, Produktivität geht total nach oben und es ist der total geile Scheiß. Und so weiter und so fort. Und das führt mich zu Ding Nummer 1, was ich euch sagen möchte. Veränderung ist meistens problemgetrieben. Weil man irgendwas hat, irgendwas doof ist und dann, wir wollen jetzt was verändern, weil wir haben ja jetzt das Problem. Und das Ding bei denen war, einfach so Scrum einführen, wäre jetzt nicht so der Kracher gewesen, weil größtenteils haben sie einfach so, also sie haben es Projekte genannt, aber eigentlich war es irgendwelche Linientätigkeit für verhandelte Kunden, sehr klein und nur zu einem Drittel irgendwelche richtigen Projekte, die man so nach ISO-Definition Projekte nennen könnte, von der Größe her. Die Kunden waren es gewohnt, dass sie einfach total schnell Antwort bekommen haben und auch eine Lösung bekommen haben. Das heißt, die Entwickler waren gewöhnt, total schnell zwischen irgendwelchen Sachen hin und her zu tingeln. Und mein Budget für diese Methodeneinführung waren 4 Arbeitstage. Das mal so grob zum Scope, den ich da hatte. Das heißt, es fühlte sich so ein bisschen an wie, ja, too busy to improve. Was mich zum Ding Nummer 2 bringt, kann man, kann da starten, wo man ist. Es ist nicht wie Scrum, man muss jetzt erstmal alles ändern und Sprints einführen und sonst irgendwas und hast du nicht gesehen? Nee, man fängt einfach mit dem an, was da gerade so ist. Es war nicht unbedingt so, dass ich bis dahin Kanban schon total oft eingeführt hätte und die riesen Ahnung hatte, aber ich wusste das Konzept dahinter und ich habe es einfach gemacht. Und wie habe ich es gemacht? Mein Angebot war, ich komme einen Tag vorbei, rede mit den Leuten,
analysiere, was gerade so Sache ist. Danach gibt es einen Tag Workshop vor Ort mit Theorie, aber eher klein gehalten, und dann intuitive Problemlösung. Meine damalige Freundin war Lehrerin und die hatten das so ein bisschen, deswegen habe ich das so übernommen. Also, Outcome von dem Tag sollte halt das Board sein, womit wir dann starten können, und die Meetingstruktur. Und dann einen Tag wäre ich halt da gewesen, um zu unterstützen und das neue Board zu benutzen und die erste Retrospektive durchzuführen. Und dann hatte ich geplant, 2 halbe Tage wieder da zu sein, einen nach einer Woche und dann nach einem halben Monat oder so, oder nach einem Monat, um da nochmal nachzusteuern und diese 4 Tage einigermaßen sinnvoll zu verwenden. Was mich zu Ding Nummer 3 bringt, für den Workshop, Mens et Manus. Wer das kennt, ist von MIT, dieser Grundsatz Geist und Hand. Das war so ein bisschen mein Ansatz für den Workshop-Tag. Das heißt, ich habe eigentlich den Theorieteil relativ kurz gehalten. Also das, was man so machen muss, ne? Agiles Manifest, einmal kurz Scrum erklärt, damit man das so ein bisschen abgrenzen kann. Hi. Moin. Ist Deutsch okay? Wie bitte? Ja, zum Reden. Okay, ja, gut. Weil wir eigentlich englischen Abend haben und deswegen hätte ich jetzt umgeändert. Also, mein Ding ist nicht verstanden. Alles gut. Dann habe ich die Kanban-Prinzipien und die Grundeigenschaften erklärt. Ich habe das auf den Backup-Folien. Wenn ihr jetzt sagt, ne, brauchen wir nicht, dann machen wir es erstmal nicht. Weil ich glaube, und im Notfall könnt ihr es nachgucken. Oder wir machen es nachher nochmal. Weil darum geht es eigentlich gar nicht. Nach diesem kurzen Theorieteil war eigentlich der praktische Teil dann zu gucken, wie schmeiße ich sie mit einem Grundlagentheoriewissen, aber nicht allem und jedem und sonst irgendwas da rein, sodass sie sich mit dem Problem beschäftigen. Und das heißt halt, ich habe die aufgeteilt in 2 Teams, sodass die Gruppengrößen ganz gut waren und dass sie auch so ein bisschen Konkurrenz hatten, in Anführungszeichen. In der Pause zwischendurch waren die nicht getrennt, damit sie sich auch austauschen konnten. Und genau, danach haben wir dann alle zusammen diese Dinger zusammengeschmissen. Die haben sich nicht großartig unterschieden, was auch schon mal ein guter Hinweis war, dass es einfach gut geklappt hat. Und das Board und auch die Meetingstruktur festgelegt. Was wir auch gemacht haben, wir haben so eine Art Grundgesetz formuliert. Das heißt, aufgeschrieben, was sind die aktuellen schwerwiegenden Probleme und was ist das, was ihr eigentlich wollt, was nachher funktioniert. Und das haben auch alle so unterschrieben. Das heißt, jeder hat sich da wiedergefunden und hat gesagt, jo, das stimmt so. Das ist das, was gerade schief läuft, und das ist das, was wir eigentlich nachher wollen. Und wir haben so Kanban-Karten kreiert. Das heißt, so ein Template, was sie dann nachher ausfüllen konnten, um das dann nachher ans Board zu hängen. Was mich dann zu Ding Nummer 4 bringt, die Intelligenz sollte nicht im Board stecken. Das heißt, wir haben es mit Entwicklern zu tun und die sind ganz oft dabei, Sachen zu over... Also ich habe es halt in Englisch gespielt, deswegen switche ich immer Over-Engineering, verzeiht es mir das Englisch. Hi, für dich ist Deutsch auch okay? Ja. Okay, gut. Und es war auch während der Beratung danach eigentlich immer ein guter Spruch, wenn sie sich wieder irgendwelche total geilen Statusübergänge und was weiß ich was ausgedacht haben, erstmal zu fragen, okay, oder zu sagen, die Intelligenz sollte nicht im Board stecken, sondern die sollte davor stehen. Warum willst du das eigentlich? Warum habt ihr diesen Status eingeführt? Was ist das eigentliche Ding, was ihr damit machen wollt? In der Tat sah das Board am ersten Tag so aus. Das heißt, hier zum Beispiel gibt es die Projekte Lane, es gibt so ein Service Lane, weil das Grundproblem war ja, die ganze Agentur mit 18 Leuten arbeitet da irgendwie an so einem Haufen, der nicht genau getrennt werden kann, es können auch keine genauen Teams gemacht werden, das wollten sie alles nicht, das
war in der ersten Diskussion so der Punkt, warum es für mich schwierig war, da irgendwie zu sagen, okay, wir können total einfach Scrum einführen, ich habe hier den Plan und das ist alles gut. Deswegen haben wir das erstmal so gemacht. Es gibt Limitierungen, hier zum Beispiel, hier. Was wir aber auch haben, ist, es gibt gewisse Rollen mit Namenskürzeln. Das heißt, dadurch gibt es auch eine Limitierung. Und es gibt hier unten eine Fastlane mit dem roten Pepper, wo dann irgendwelche Notizen dran waren. Und ja, es gibt Spalten oder Bereiche, wo ein unendlich erlaubt ist. So. Nachdem ich dann nach 2 Wochen das erste Mal da war, sah das Ding so aus. Auf den ersten Blick hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Hier oben hat sich ein Bitlimit geändert. Und hier gibt es im Backlog die Unterscheidung bei Projekten zwischen technischer Projektmanager und Projektmanager. Aber ansonsten sieht es auf den ersten Blick mal gleich aus. Aber es gibt einen kleinen, feinen Unterschied, der ganz cool ist, finde ich. Guckt mal hier auf das, was da steht. Vielleicht seht ihr das, wenn ihr gute Augen habt. Hier steht Fastlane 2. Und hier steht Waitlane. Waitlane. Das heißt, irgendwann in diesen 2 Wochen, in den Retros, haben sie herausgekriegt, das, was wir in die Fastlane packen, das funktioniert. Das ist nichts, was wir wirklich in einer eigenen Swimlane haben müssen, sondern wir haben eher das Problem, dass wir auf Sachen warten und dass es irgendwie nicht weitergeht. Und deswegen haben sie eine Waitlane eingeführt zum Beispiel. Das fand ich schon sehr cool, dass das in der Richtung geklappt hat. Und die hat kein Limit mehr, weil das Limit ist ja weg. Die hat kein Limit mehr, genau. Aber wir haben natürlich guten Abend. Ich muss fragen, Deutsch ist für dich okay? Ja. Gut, dann. Achso, gut, weil eigentlich war es der englische Abend und im Moment gibt es noch niemanden, der über Englisch spricht. Das Ding ist, dadurch, dass die Zettel so groß sind, gibt es natürlich eine Art natürliches Limit. Aber kein explizites darauf. Aber auch nur in 2 Dimensionen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, wobei, je nachdem, wie viele du übereinander machst, dann brauchst du auch richtig starke Magnete. Ja, genau. Ja. So, die Boards. Was mich dann zu Ding Nummer 5 bringt, Retrospektiven bringen Veränderungen. Am Anfang haben die allen Ernstes 2-mal die Woche eine Retrospektive gemacht. Wow. Weil sie so viel Kram unterm Teppich liegen haben. Und nach kam es dann, dass sie durch die Retrospektiven, ich spreche über wirklich 2 Jahre, kamen sie dann darauf, dass man die Kunden vielleicht mal ein bisschen länger warten lassen. Ach nee, das kommt nachher noch, Entschuldigung. Sie kamen dazu irgendwann, ja, wir machen 2 Scrum-Teams und ein Kanban-Team. Und wenn die 2 Scrum-Teams nicht im Projektmodus arbeiten, dann fallen die wieder im Kanban-Modus zurück. Und sie haben von Mantis und E-Mail und Zurufen und Telefonieren und hin und her und sonst irgendwas auf Jira gewechselt. Zum Beispiel als Tool. Und das war das Einzige, wo es dann drin war. Also das physische Board gibt es jetzt nicht mehr, das war für den Anfang. Mittlerweile ist es in Jira drin. Und sie hatten auch neben dem physischen Board immer was Elektronisches, um die ganzen Dateien und den ganzen Roster irgendwie dran zu machen. Was mich zu Ding Nummer 6 bringt, während des ganzen Prozesses zu coachen, ist für mich essentiell. Diese 4 Tage Aufwand, die ich dafür verwenden konnte, waren natürlich jetzt nicht der Kracher. Deswegen gab es diese 2 halben Tage, wo ich dann nochmal da war. Ich habe aber zwischendurch gefühlt 5 bis 6 Mal mit denen telefoniert, um so kleinere Sachen abzufangen. Was ist dabei passiert? Ich habe halt diese 2 Sachen on-site gemacht, um dann Coaching und Mentoring zu machen und habe dann so Fragen gefragt, ja, aber das, was du gerade gemacht hast, diese Kontrollrunden oder was auch immer sie sich gerade ausgedacht haben oder irgendwelche Stempel auf Karten oder keine Ahnung, irgendwas. Warum möchtest du das eigentlich tun? Und was willst du damit erreichen? Was ist dein Grund, der dahinter ist? Und nach so ein paar Mal Fragen kam dann raus, okay, das und das möchte ich eigentlich. Und dann habe ich gesagt, ja, aber vielleicht kannst du das ja auch so machen oder so oder so. Ja, stimmt. Gut. Und
ich habe auch vom Team in den einzelnen Fragerunden, also ich habe dann als Mediator quasi Feedback eingesammelt, das aufbereitet und dann dem so-called Management als Verbesserungsvorschläge eingereicht. Und ich habe auch in der Tat so einen Grundlagen-Workshop Projektmanagement gemacht für die Projektleiter und auch erzählt, wie man den User Story zum Beispiel schreibt, weil das auch einfach nicht klar war. Was mich zu Ding Nummer 7 bringt, mein letztes, im Endeffekt ist das Ganze ein Kulturwandel, keine Methodeneinführung. Warum? Die Kunden wurden dazu erzogen, dass sie vielleicht mal manchmal ein bisschen länger warten müssen, obwohl es gewohnt war. Und eine Projektmanagerin hat die Rolle gewechselt und irgendwann ist sie gegangen, weil es einfach nicht gepasst hat. Weil die Art, wie sie gearbeitet hat, einfach nicht zum Unternehmen und zu dem Stil gepasst hat, den man da entwickelt hat. Und der Gott-Developer